Jetzt liegt der Ball nur einmal auf der Runde, statistisch gesehen, im Bunker. Und dann haben sie auch noch so eine schlechte Lage. Voll eingebohrt. Trotzdem müssen sie das Taschentuch nicht herausholen. Es gibt keinen Grund zu weinen. Beachten Sie einfach zwei, drei Grundsätze und auch den Ball bekommen Sie aus dem Bunker wahrscheinlich nicht an die Fahne. Je mehr der Ball eingebohrt ist, desto mehr verkanten Sie die Schlagfläche nach links. Die Schlagfläche wird also geschlossen. Dadurch dringt dann der Schläger mit der Spitze zuerst in den Sand. Der Widerstand des Sandes öffnet die Schlagfläche und so können Sie den Ball zwar flacher als gewohnt, aber doch aus dem Bunker herausspielen. Natürlich wird der Widerstand des Sandes groß sein, insofern brauchen wir viel Dynamik und einen steilen Eintreffwinkel. Das heißt, Schlagfläche schließen, der Ball wird etwas nach links tendieren und viel rollen. Ich richte mich also mehr nach rechts aus. Das Gewicht ist links, kurz gefasster Schläger, steiler Eintreffwinkel. Also früh winkeln und den Schläger von oben nach unten runterziehen. Das Gefühl dabei ist, als wenn Sie sich vor das linke Knie schlagen, weil der Schwung so stark in Ihre Richtung geht. Okay, probieren wir es einmal aus. Und Sie sehen, selbst aus so einer misslichen Lage kann man sich befreien.